ich verliere immer, gewinne ich jetzt mal. Und scheiß Balancing hier. Wenn ich hier nichts kriege. Ja, ich sage, lass mal so ab. Red hier gleich sofort dein Game Knees hier. Digga, so ein raffinierter Hund. Digga, 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 Digga. Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Da sind wir am Start und ich sitze heute nicht allein hier. Ich habe mir mal wieder jemanden ins Haus geholt. Und neben mir sitzt der Jan. Muss man deinen Namen eigentlich voll aussprechen? Jan Christian Friedrich? Nee, Mama sagt Jan Christian, wenn ich Scheiße gebaut habe. Aber das kommt heutzutage nicht mehr so oft. Das passiert auch mit 37. Natürlich, Mutter bleibt Mutter. Weißt du ja. Ich kenne das selber. Ihr könnt es schon denken, auf jeden Fall, der Jan Christian, der hat auf jeden Fall ein Spiel für uns mitgebracht. Die Sache ist die, allerdings, ich bekomme ja öfter mal so ein paar Anfragen, ne? Und du hast dich ja dann auch irgendwann jetzt entschlossen, Digga, ich habe hier so ein Spiel, ich würde damit demnächst gerne auf Kickstarter gehen und würdest du dir das mal angucken? Und ich bekomme solche Anfragen schon recht regelmäßig und dann bin ich auch immer eher so ein bisschen verhalten und weil da kommen dann schon Sachen so Doppelkopf für Kinder oder so Sachen, die aus meiner Sicht halt eben so richtig daneben sind, weil ich denke, was soll ich jetzt irgendwo zeigen, worauf ich keinen Bock habe? Monopoly mit Katzen. Genau. Und zwar waren wir auf der Freusburg spielen und auf dem Rückweg hast du dich gemeldet und dann habe ich das wirklich gesagt, ja komm, guck mal auf seine Kickstarter-Seite. Es gibt nämlich schon so eine Seite, so einen Entwurf, ne? Yeah. Ist das so, ne? Das war noch viel geiler. Ich habe dich angerufen und du bist nicht rangegangen. Ich dachte, ja. War ja auch klar, da kannst du nicht so leicht einfach anrufen. Und dann hast du zurückgerufen. Da kannst du nicht so leicht anrufen. Ja, dachte ich mir so. Ja. Ist wahrscheinlich, das ist busy und so. Und dann hast du zurückgerufen und hast gefragt, wie es deinen Katzen geht. Du hast gedacht, ich bin die Frau, die auf die Katzen aufpasst. Ja, stimmt. Ja, so, ja, stimmt. Ich habe deine Katzen nicht. So. Ich habe ganz anderes Problem. Stimmt, wir hatten eine Katzenzitterin zu dem Zeitpunkt. Genau. Und stimmt, ich hoffe, wie es geht den Katzen. Ich habe ein ganz anderes Problem. Ich habe hier ein Brettspiel entwickelt. Keine Katzen. Mit dem ich auf Kickstarter gehen will. Du hast übrigens eine Katzenallergie. Deswegen müssen wir mal gucken. Halt eben nur wenn ich dran leck. Der lebende Tote hier nach dem Ende des Videos. Ja, und dann habe ich mir das angeguckt und ich denke, boah, heftig, das sieht ja richtig krass aus. Also normalerweise kenne ich dann so, dass da Leute kommen, die haben dann auf so einem Notizzettel sich alles zusammengeschustert so ein bisschen und haben da so ein bisschen was draufgemalt. Das sind dann die Leute, wo ich sage, ruf mich in 2 Jahren nochmal an und wenn es mir dann gefallen sollte, dann ja. Aber deswegen war ich so ein bisschen von den Socken, als ich das ganze Ding gesehen habe. Wir gucken uns das auf jeden Fall gleich an. Ich habe mich jetzt auch noch nicht super eingehend damit beschäftigt, sodass es für mich genauso eine Überraschung wird wie für euch. Und am Ende gucken wir mal, was meine Meinung dazu ist. Vielleicht willst du erstmal ein bisschen was zu dir. Das kann auch total in die Hosen gehen. Ja, aber das ist immer, ich versuche ja mal zu predigen, Leute, wenn ich irgendwas kacke finde, dann heißt ja nicht, dass ihr das dann irgendwie kacke finden müsst. Also das kann dann schon. Verletzt dann nur meine Gefühle. Ja, eben, genau. Jan Christian. Erzähl mal was über dich. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du hier? Ich bin Jan Christian. Ich komme aus dem Schwabenland, bei Stuttgart, Aalen. Schwäbisch Gmünd, um genau zu sein, kennt wahrscheinlich keine Sau. Außer die aus Schwimmen kommt. Grüße. Ich bin 37 Jahre alt, sehe aber locker aus wie 32. Mindestens. Je nach Lichtsituation, meistens im Dunkeln. Deswegen habe ich auch schön das Licht hier angemacht. Ja, genau. Mach eigentlich jobtechnisch eher Motion Design, Grafikdesign. Und hatte irgendwann diese Eingebung, ich mach mal ein Brettspiel. Ja, aber so eine Eingebung kommt ja auch nicht von irgendwo her. Also nee, eigentlich ist ein bisschen detaillierter Wissen. Also eigentlich ist meine Ex-Freundin schuld. So. Also meine Ex-Freundin schiebe ich auch immer ganz viel Schuld in die Schuhe, aber nicht unbedingt. Sagen wir mal, Schuld ist ein schweres Wort in dem Fall. Soll ich ganz offen sprechen? Ja, logisch. Und zwar, sie war etwas schlecht gelaunt an dem Tag. Frauentage, ihr wisst schon, kann ja mal vorkommen. Und sie sagt ihnen etwas sowas wie, wir können ja auch mal was anderes machen, außer Netflix und Vögeln. Dann dachte ich, ist ein valider Punkt. Da hat sie recht. Und hab dann gefragt, was denn, mein Schatz, wie wär's denn mit einem Brettspiel? Ja, du hast das Brettspiel vorgeschlagen. Ich hab's vorgeschlagen, weil ich schon wusste, es liegt eh nichts rum. Also ich wollte es mit Absicht ins Leere laufen lassen, leicht zynisch, ja. Und dann sagt sie, ja, das ist eine coole Idee. Ich sag, ja, guck's halt mal, was im Schrank liegt. Und dann guckt sie mich halt so leer an und sagt, ja, wir haben ja nichts da. Siehste? Aber ich kann ja kurz eins erfinden, habe ich gesagt, spaßeshalber. Und mein Gehirn hat dann was echt total Stranges gemacht. Da kam echt so eine Stimme, so, ja, könntest du eigentlich echt mal? Und ich sage, nee, kann ich nicht, ich habe gar keine Idee. Doch, wir haben eine Idee. Magst du Piraten? Ja. Und da ging es los. Ich habe keine Ahnung, ich habe dann angefangen zu skizzieren, zu scribbeln irgendwie. Und ich habe in der Nacht
hatte ich echt eine relativ komplexe Idee zusammengeschustert und ab da irgendwie, glaube ich, über Monate immer so ein Buch unterm Bett und immer nachts raus, aufgewacht, aufgeschrieben, Texte geschrieben, bla bla bla. Ich bin, glaube ich, voll auf den Sack gegangen. Bist du quasi so jemand, der, was weiß ich, legst dich hin, machst das Licht aus und dann rattert der Kopf und dann kriegst du auf einmal so geile Einfälle, so wie ich meine Formate quasi unter der Dusche und dann, oh fuck, ich muss in der Dusche raus, ich hab mal einen coolen Einfall, Engelbert, wir machen jetzt Regal, wir machen jetzt Regalbesuche. In den ungünstigen Momenten, auch gern mal beim Kacken oder so, also du denkst so, gerade wenn da mal Ruhe im Geist hast. Deswegen ist es auch immer sehr wichtig, dass man, erstmal sitze ich deswegen immer sehr lange auf dem Klo und es ist auch immer wichtig, dass man sein Handy mit hat, finde ich auch. Ja, natürlich. Dass man oder was zum Lesen wahlweise. Eben. Ja, finde ich auch gut. Gut, da kamen dir dann so ein paar Einfälle ein. Ja, ich habe halt konstant, den groben Plan hatte ich ziemlich schnell, wie ich es haben will. Ja, ich hatte auch so alte Indiana Jones Filme im Kopf irgendwie, so einen richtigen, so einen trashigen Scheiß auch wie Quartermain, ich weiß nicht, ob du das mal was sagst. Quartermain? Quartermain hieß das, glaube ich. Quartermain? Das ist so ein Rip-Off von Indiana Jones, glaube ich. Also was so richtig schlecht hat, also so ein, ja, das hat die Bollywood-Variante. War ganz funny eigentlich, also ich war damals auch noch relativ jung, als das irgendwie einigermaßen akut war. Und ich wollte so diesen Abenteuercharakter da drin haben. Ja, so eine Mischung aus Indiana Jones und Pirates of the Caribbean. So. Okay. Und dann dachte ich, okay, wie kriege ich das hin und welche Elemente will ich drin haben? Ja, was nervt mich an Spielen, was mag ich nicht? Monotonie irgendwie, das darf nicht nur Glück sein, weil das pisst mich an, muss nichts können, wenn es nur Glück ist die ganze Zeit, ist auch doof. Ja, aber ich wollte es dann trotzdem so haben, dass man mit Kindern auch spielen kann. Also, dass es nicht die komplett überfordert. Oder auch Leute, die jetzt damit anfangen, dass die nicht erstmal denken, ah, scheiße, das ist komplex irgendwie. Da muss ich ja studieren, bis ich da irgendwie mal einen Zug machen kann, der Sinn ergibt. Dass es sich ein bisschen selber beim Spielen erklärt, war eigentlich so der Plan. Okay. Klar ist es dann ein bisschen komplexer geworden als am Anfang. Als gedacht? Als gedacht, aber das war dann eigentlich auch ganz gewollt. So. Zu dem Zeitpunkt hattest du deine Ex-Freundin dann auch noch? Oder die war dann auch schon quasi mit der Spieleentwicklung dann... Nee, die hat schon noch eine Weile mit mir ausgehalten. Okay. Als es dann ernst wurde, hat sie dann einen Rückzieher gemacht. Wie soll man das sagen? So, ja, da, ich sag mal, bei Stromberg sagt man, dem Herrn Becker ist die Alte weggebrochen. So nach dem Motto. Ja, lass mal das mal so stehen. Lass mal das mal so stehen. Oder liegen, je nachdem. Gut, pass auf, dann hast du das Ding. Also, hast du im Vorfeld schon fette Erfahrungen mit Spielen gehabt? Ich meine, wenn du jetzt null. Das war also, das heißt, du kennst ja eigentlich auch nicht... Dieses gewaltige Potpourri an verschiedenen Mechaniken. Ich wusste gar nicht, was mich trifft. Ich hatte null Ahnung von Game Mechanics, null Plan. Ich habe einfach gedacht, ich mache das jetzt komplett auf doof, so wie ich mir ein Spiel vorstellen würde, was ich gerne spielen würde. Und das Coole war, entweder bist du jetzt super intelligent, nachher als Fazit, oder ich sitze und die Leute denken, der Typ ist komplett doof. Du darfst jetzt da nicht so viel Druck aufbauen, weil wenn es scheiße ist, verstehst du, dann kann ich sagen, ja klar. Jetzt fährst du wieder nach Hause, von hast du Ahnung. Wasser mit Zitronen. Nee, pass auf, aber dazu habe ich ein Zitat, irgendwie, und zwar irgendwie ein Kumpel, den habe ich jetzt schon über 20 Jahren, Gruß Mors, liebevoll Doris genannt. Das wissen jetzt alle, ja, Doris. Ich habe auch einen Kumpel, der ist Florian, der wird auch nur Uschi genannt. Ja, der hört aber auch drauf. Du kannst in der Menschenmasse Doris schreien. Das ist aber auf jeden Fall. Warum heißt er Doris? Ey, das weiß kein Mensch mehr. Nee. Null Ahnung, Suffkopf, also, keine Ahnung. Also Florian heißt Uschi, weil er reißt immer so Uschi-Aktionen. Also das geht dann damit, es steht so eine kleine Flasche Bier auf dem Tisch, Uschi sollte Kippen mitbringen, Uschi dann kommt vorbei, will wieder gehen, ey Uschi, die Kippen, ja. Er wirft das Ding und trifft genau diese volle Flasche Bier, die auch nur so groß ist und stupst, und die kippt dann um und zerschmettert dann direkt noch die Glasplatte oben auf dem Tisch und so. Also so richtige... Das macht mich zu Uschi, weil sowas kriege ich auch hin. Du könntest mal einen Podcast im nächsten Mal, eine eigene Uschi-Folge eigentlich mal mit ein paar Geschichten. Da sind ein paar richtig kranke Sachen dabei. Okay. Auf jeden Fall war es dann so, ich kenne den schon ewig und wir sind halt immer noch echt dicke Freunde und so. Und der ist eigentlich jetzt nicht so ein Typ, wo ich sage, der ist geeky oder nerdy. Ja, so by default. Und dann irgendwann zusammengesessen, dann Bier getrunken. Und ich meine, ja, was machst du jetzt so? Und dann sag ich, ey... Ich werd alt, kommst echt stranges Zeug und hab mich schon ein bisschen, ehrlich gesagt, gestellt, weil ich gedacht habe, jetzt kommt so dieser alte Nerd und so ein Scheiß, ja. Und dann hat er mir gesagt, ey, ich mach halt gerade ein Brettspiel. Und dann hat der ganz glasige Augen gekriegt, so. Und ich hab mir gedacht, was ist denn jetzt los? Überlegt er jetzt irgendwie einen richtig fiesen Pun oder so, ja. Und dann stellt sich raus, dass der Gute seit, keine Ahnung, 2 Jahren voller Gamer-Nerd ist. Ja, ungefähr so eine Sammlung irgendwie in seiner Bude hat. Irgendwie eine kleine Gruppe hat, mit denen sich jeden Donnerstag trifft und zockt. Und der war natürlich total happy. Ich so, ja, übergeil mitbringen. Und ich so, alles klar. Dann weiß mir ja schon mal Bescheid. Und habe ich dann direkt mal zu den Jungs geschleift. Übrigens Grüße. Winnie, Konstantin war es, glaube ich. Danke für die Tipps mal. Am Ende des Videos haben wir jetzt auch mindestens 500 Leute gegrüßt. Ja, ja. Mit deiner Mutter hat es begonnen, oder was? Nee, meine Mama habe ich noch gar nicht. Nee, aber die guckt eh kein YouTube. Ja, das so. Ist gut.
Und wenn dann nur Pornos. Nicht. Die Midget-Porns. Ja. Okay. Nee, und hat mich dann da gleich mitgeschleift und das sind natürlich eingefleischte Gamer gewesen. Und dann dachte ich mir, gut, wenn die das jetzt direkt zerreißen, dann hat es eh keinen Wert. Haben die aber nicht. Die fanden es dann ganz gut, ehrlich gesagt. Und haben mir schön auch Tipps gegeben und wollten das natürlich mega aufladen mit allem an Mechanics und so. Hey, Piano. Nee, war echt cool. Und die haben noch gesagt, ey, mach das bei Kickstarter auf jeden Fall. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, tatsächlich. Also bis dahin. Also bis zu dem Zeitpunkt hast du gedacht, pass auf, ich mache hier was und dann gebe ich irgendeinen Verlag. Ja, genau. Vielleicht so nach dem Motto, was ja sowieso per se ziemlich schwierig ist. Ja. Ja, also ich würde, du kannst jetzt gerne noch weiter erzählen, machen wir auf jeden Fall auch, aber ich würde gerne an diesem Zeitpunkt, glaube ich, mal einmal diese Kiste hier ins Bild zeigen. Schieb mal die Kiste. Dass man mal ganz kurz sehen kann, was hier abgeht. Geplättet. Und ihr seht ja schon, dann ruft dieser Typ mich quasi an, war dann nicht der Katzenzitter und kommt dann mit so einer Box hier um die Ecke. Island. A Pirate's Odyssey. Ja, das macht nichts. Liegt am Alter. Das sieht doch schon mal nice aus, ne? Und sogar hinten auf der Rückseite. Ja, da ist noch das falsche Titel drauf. Was halt eben abgeht. Ja, gut, das ist natürlich ein bisschen Work in Progress, aber es sieht trotzdem schon mal lecker aus. Wie war denn der alte Titel? Yoho. Ja, da kriegst du dann nachher Probleme, weil da gibt es ja schon was in der Richtung. Richtig. Einfach. World of Yoho. Ja. Vielleicht war so. Beschissenes Spiel übrigens. Ja, mit so Tablet und so, ne? Fand ich auch nicht so geil. Ja, ich hab's mir gekauft, weil ich es schon irgendwie ganz cool fand. Dann lag es hier Monate. Wir haben es dann nochmal gespielt, dann war es irgendwie ganz okay. Aber es hat sich so gezogen und dann lag es hier monatelang und es hat keinen verkauft. Und dann habe ich es mal zum Ratinger Spieltag auf dem Flohmarkt mitgebracht. Dann habe ich irgendwie 25 Spiele mit hingenommen. Und alles, was ich nicht verkauft hat, wo konntest du wieder zurückgehen? Das Einzige, was ich nicht verkauft hatte, war World of Yoho. Ansonsten der übelste Ranz hat sich verkauft, aber das halt eben. Ich finde es halt kacke. Ich meine, wenn schon analoger Spaß, dann doch analoger Spaß, dann doch nicht wieder ein Tablet auf dem Tisch, sodass man wieder in eine Art Handy glotzt irgendwie. Jetzt sagst du, du hast dann angefangen, die Idee zu machen. Ich meine, das Artwork sieht ja schon super aus. Also ich finde, der Karton sieht mega krass ansprechend aus. Hast du das selber alles gemacht? Mhm. Oder ja? Das hast du alles selber gezeichnet auch? Mhm. Echt? Ja, ich meine, ich mache das ja relativ beruflich, von dem her war das jetzt nicht okay, so das ist natürlich dann schon, ja. Aber es ist halt zeitaufwendig wie Sau. Das hat mich. Ich bin broke. Ich habe viel zu viel Zeit reingesteckt irgendwie. Also mehr als ich wollte am Anfang. Ich sage, am Anfang war es ein komplettes Spaßprojekt, so mal nebenher, und irgendwie hat es mich dann voll mitgenommen. Keine Ahnung. Ich konnte nicht mehr aufhören. Wahnhaft. Und bis dann, wann hast du angefangen mit dem? Vor über 2 Jahren jetzt. Vor über 2 Jahren, ja. Eben. Und hast so heftig viel Zeit halt eben reingesteckt. Ist so, denn, also du arbeitest nebenher aber noch richtig, oder ist das eher so, dass du von deinen Ersparten zehrst und in Schwäbisch Gmünd dann irgendwo das Lehrgut sammelst nach dem Fußballspiel in der Kreisklasse, um, weißt du, was ich meine? Ja, könnte jetzt demnächst passieren. Nee, ich muss jetzt mal wieder mehr Jobs machen. Ich hatte zwischendrin noch einen coolen Auftrag in Indien. Der hat eine Weile gereicht, so. Ja, ich sag ja, da geht's ab. Was ist da für ein Karton drunter? Ja, die erste Version, da ist noch der falsche Name drauf. Aber ich dachte, wenn ich hier jetzt antanze, macht es keinen Sinn, wenn ich noch einen falschen Namen drauf habe. Ja, finde ich auch. Ja, sorry, ich hab schon drauf. Nee, das passt schon. Die sehen das ja nicht, dass das, weißt du, nicht sauber aussieht. Ja. Von weitem ist es hübsch. Es sieht absolut super aus. Also du hast die ganzen Sachen in den Krempel dann halt irgendwie alles selber gemacht und so weiter und so fort. Und Kickstarter ist für dich jetzt, ich meine, ich habe ja die Seite gesehen, ich meine, die sieht ja super final aus. Das sieht quasi aus, als müsstest du nur noch auf den Launch-Button drücken, um das ganze Ding dann halt eben loszudübeln. Ne? Ja, doof wie ich bin, habe ich mir das auch so einfach vorgestellt, weißt du? Ich habe gedacht, ich lege es jetzt alles mal an und bin dann ein bisschen nett zu Menschen und zeige das denen und die finden das dann bestimmt alle ganz toll, wenn ich Glück habe. Ja, aber so einfach ist es dann doch nicht. Das mit dem Kickstarter. Aber ich finde es halt schon spannend. Also, ich bin sehr gespannt, was hier gleich drin steckt. Eben weil, wenn du sagst, ich komme gar nicht aus dem Gaming-Bereich, auch kein Computerspiel, nichts gerissen. Also nicht gemacht, gezockt, ja klar. Ja, ja. Also, naja, aber da schon Ideen halt eben. Nee, das kommt es eher so aus der filmischen Richtung dann einfach so. Ich mache ja eher Animationen und so Zeug. In a world where only one thing truly matters. Well, actually more than just one thing, but still. In such a world, pirate legends are born. From the creator of this awesome teaser comes a board game that has everything your freebooting heart desires.
show. A shitload of fun. Excuse my French. Explore a vast and mystical island. Conquer countless perils on your quest. Prove your marksmanship. Mess around with voodoo magic. Stand your ground in exciting fancy duels. Pitch and thunder. Journey across the rough sea and seize a treasure shrouded in legend. It's going to be spectacular. Prepare to be board gamed. Hast du denn, nachdem du dein eigenes Ding angefangen hast, normalerweise die Leute haben ja jahrelang schon wie gaskrank haben die ja Games gezockt, bevor die an ihr eigenes Projekt denken, und du im Nachhinein dann auch was anderes mal gespielt als dein Spiel? Also bist du jetzt im Hobby schon deep drin? Soll ich ehrlich sagen, also die letzten, die ich gezockt habe, war Blood Rage und Ghost Stories. Aber da war schon das Thema irgendwie. Davor war das letzte Brettspiel, an was ich mich davor tatsächlich erinnern kann, war Cluedo. Heftig, Mann, ey. Also wenn du nichts dagegen hast, bauen wir das Ding jetzt mal kurz auf. Ja, wie ich sage. Ja? Und dann schauen wir mal einen Blick rein, Leute. So, Leute, da sind wir wieder am Start und wir haben innerhalb von 5 Minuten das Game hier gesettet. Vielleicht mal ganz kurz. Also ich muss sagen, es sieht wirklich gut aus. Wow. Kleine Info, das Bild ist jetzt ein kleines bisschen dunkler von vorne, weil der Spielplan ein bisschen shiny, glossy ist. Und damit mein Teil besser aussieht. Also im Gegensatz zu dir bin ich ja nicht gestern noch auf dem Assi-Toaster gewesen. Ja, war voll Assi, das musst du jetzt breitreden. Ich war noch blass vom Kranksein. Ich wollte nicht reflektieren. Eigentlich wäre der Termin zum Drehen nämlich letzte Woche schon gewesen. Ja. Und den musstest du dann quasi absagen, weil du dir was weggeholt hast. Ich hatte die Seuche. Genau, und da habe ich ihm gesagt, komm, bleib bloß weg. Ich kann mir nicht leisten, noch krank zu werden, bevor wir das Ding am Wochenende haben. Und dann bist du halt eben heute hier an den Start gekommen. Ja, frisch aus vom Assi-Toaster runter beim Digger hier an den Tisch. Spielplan ausgebreitet. Sieht saucool aus. Hier steht auch der alte Name noch drauf. Ignorieren. Auf den grauen Feldern haben wir Begegnungstoken ausgelegt. Die haben wir alle gemischt. Zipzap, wir haben 2 Würfel. Jeder hat hier ein Spielertableau bekommen mit so ein paar verschiedenen Slots. Kannst du uns gleich erzählen, was damit abgeht. Jeder hat hier so einen Jolly Roger handgepöppelten, mundgeblasenen Totenkopf. Mundgelutscht. Totenkopf-Typen hier bekommen. Man darf sich dann, wer am meisten wie ein Pirat aussieht, ne? Ja. Also wir haben uns schon darauf geeinigt, dass du also eher aussiehst wie ein Pirat. Ich sehe mir noch Skorbut aus, deswegen ich packe mich jetzt einfach dann mal hier. Der Einfachheit halber stelle ich mich einfach mal zu mir rüber. Ich bin der mit der orangen Augenbinde. Du hast klassisch die schwarze genommen. Schwarz wie meine Seele. Dann gibt's hier noch ein Deck mit, wie nennen die sich nochmal? Das sind die Fortunas Gunstkarten. Fortunas Gunstkarten, okay. Dann haben wir hier hinten eine Schatzinsel, da werden hier so Schatzmarker ausgelegt, einmal in einem Kreuz. Dann gibt es hier verschiedenste Begegnungskarten. Was ist das hier? Insel, Fauna, Rum und Voodoo. Für die Schatzinsel gibt es hier noch was? Das sind für die Seefahrt, weil man muss übers Meer natürlich noch. Und das ist erstmal gewesen. Hier vorne gibt es noch ein paar Ressourcen-Sachen und so weiter und so fort. Hier gibt es hier so ein geiles Flipboard, was unsere Pistole dann darstellt in dem Fall. Und Bordkanone. Und die Bordkanone. Und da oben haben wir noch ein Tableau für Fechtduelle. Also hast du jederzeit die Möglichkeit, quasi einen Gegner anzugreifen. Gerade wenn es schlecht läuft. Also wenn du nichts auf die Kette kriegst, kannst du immer noch voll der Penner sein. Und einfach die ganzen anderen Pieces hacken. Genau, dir kann nichts passieren, dir kann nichts weggenommen werden, aber du kannst den anderen was abzocken. Deswegen bist du auch zu mir gekommen halt. Immer. Wahrscheinlich, ich dachte, ja. Dann ist genau so ein Typ, den schätze ich so ein halt eben. Ja, ist aber tatsächlich so. Ich liebe ja Spiele, wo gehackt wird und in den Rücken gefallen wird. Ist geil. Aber es ist auf jeden Fall ein kompetitives Spiel. Ne? Vielleicht erklärst du mal kurz, was abgeht, was das Spielziel ist und so weiter und so fort. Man kann es zu viert spielen? Zu sechst. Zu sechst. Zwei bis sechs.
6 Spieler, okay. Und zwar, also ihr seid Piraten und ihr landet erstmal auf der falschen Insel quasi. Ziel ist natürlich hierüber, da ist der Schatz. Jetzt seid ihr ja relativ mittellos hier und habt am Anfang, kriegt ihr nur eine von diesen Fortunas Gunstkarten. Das sind quasi so ein bisschen Taktik und Push Your Luck Karten, könnte man sagen. Dann nehme ich direkt mal eine, aber nicht die oberste, die hast du ja schon angefasst. Entschuldigung, ich kann auch dran lecken. Ja, nee, ich weiß nicht. Was, kannst einfach eine ziehen. Ja, mach ich hier, zack, die hier ist ganz geil. Genau. Und es gibt zwei verschiedene, es gibt eine Standardkarte mit Basisfunktionen und es gibt Spezialkarten, die individuelle Spezialfunktionen haben. Und man muss die dann halt relativ clever nutzen. Das macht dann nach einer Weile Sinn, es steht auf der Karte drauf, was man damit anfangen kann und wann man das wie taktisch nutzen kann. Dann ist das Ziel, man muss quasi von diesen Dingern hier jeweils einen finden, sammeln, sich craften, irgendwie anders ergaunern, auf irgendeine Art und Weise drankommen. Man findet jedes Material, also es gibt Seile, es gibt ein Segeltuch, Bambus, eine Schatzkarte, eine Piratenflagge und Holz, die Klassiker. Schatzkarte gibt es auf dem ganzen Ding nur einmal und auch nur da. Also du kriegst sie nirgends anders, außer du klaust sie jemand, das ist noch möglich. Alles andere findet man zweimal irgendwo auf der Insel. Man kann aber auch diese Dinger durch, sagen wir mal, gewonnene Events oder Crafting irgendwie. Du kannst zum Beispiel, keine Ahnung, einen Panther umlegen und dir aus dem eine Piratenflagge machen, wenn du den umgelegt hast. Logisch. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man an sein Zeug kommt. Ja, okay. Oder eben klauen. Akquirieren. Akquirieren halt eben so. Ich bastel mir dann quasi hier alle 6 Dinger zusammen. Die brauche ich dann, um mir dann mein Floß bauen zu können, nehme ich an. Genau. Ja? Wenn es voll ist, kannst du hier oben zu Floßbuch, das ist quasi das Ziel. Ja, dann musst du quasi mit 2 Würfeln werfen. Wenn du eine 6 hast, kannst du den See stechen. Mit dem anderen Würfel ist schon mal gleich deine Range. Bewegung. Der Unterschied ist, auf der Insel wirft man mit 2 Würfel und es ist Range. Das heißt, ich habe quasi jetzt die hier, in dem Bereich kann ich mich bewegen. Heißt 9, ja? Oder was? Ja. Ja, okay. Ich muss nicht 9 laufen, ich muss mindestens 1 laufen, aber ich kann 9 laufen. Auf See musst du quasi, hast du nur noch 1 Würfel und die Nummer gilt. Du kannst aber vor und zurück laufen. Das kannst du dir aussuchen. Du kannst vor und zurück rudern. Dauert halt dann länger. Mhm, und du hast die Möglichkeit, dich für einen von beiden Routen zu entscheiden. Die eine ist länger, hat weniger Bonusmöglichkeiten. Ja, weniger Gefahren. Ist aber also auch weniger Bonusmöglichkeiten. Ja. Also, es könnte was Gutes, aber auch Schlechtes kommen. Also wahrscheinlich mehr schlechte Sachen wahrscheinlich, oder? Ja, und hier ist halt eher ein bisschen zackiger und gefährlicher. Ja, ich sehe schon den Kraken, Eisberge. Hat aber alles Vor- und Nachteile. Ja. Weil du kannst, also an Land sind maximal 3 von den Karten in deinem Stack erlaubt. Auf See kannst du bis auf 6 aufstocken. Hat folgende Bewandtnis. Habt ihr nämlich am Schluss noch diese Karten, könnt ihr die direkt dazu nutzen, hier Münzen umzudrehen? Ja. Ja, Deutsch schwer. Umzudecken. Was auch immer das bedeutet. Wenn ihr hier ankommt, müsst ihr normal, ihr würfelt mit 2 Würfeln. Und pro 6 dürft ihr eine Münze umdrehen. Ihr könnt aber alternativ einfach sagen, nee, ich würfel nicht, ich habe noch Karten und könnt die dann abgeben. Um dann die Dinger umzudenken, okay. Das heißt, die Dinger kann man bis zum Schluss behalten. Das also ist ein, ist ein Wettrennen. Also ja, ist ein Race ein bisschen. Ja, also, okay. Und soll man einfach mal so loszocken? Oder ja, klar. Also mehr muss man da schon fast gar nicht mehr erklären, nee. Eigentlich, oder? Wir sind ein bisschen wenig zu zweit, aber zu zweit ist auch gut. Ja, also ich... Ja, du kannst halt niemanden... Würde jetzt dann muss ich dich ständig jetzt angreifen und so, ist ja auch doof. Ja. Pass auf, ich mache einfach mal ganz kurz hier. Zap, 6. So, ich könnte jetzt hier einfach losmarschieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bis zu 11 quasi, ne? Ich würde jetzt mal, hier gibt es so grüne Wege. Ja, das sind immer Pfade in den Dschungel quasi. Du sollst, also du kannst nicht von grün auf weiß springen jetzt. Oder okay, alles klar. Ich würde jetzt einfach mal hier langlatschen und würde einfach mal hier gewastet hier vorne einfach anhalten, das Ding umdrehen. Genau, einfach aufdecken, umdrehen, ja, draufstehen. Dreh das einmal um. Der bleibt da. Der bleibt da liegen, die bleiben aktiv und du kannst sie immer wieder betreten. Achso, okay, alles klar. Dem Fall ist es eine Fauna-Ereignis, genau. Und oder was? Ziehst du quasi ein Fauna-Ereignis? Ziehe ich mir das selber für mich oder ziehst du dir das und liest mir das vor oder wie? Oder? Nee, du ziehst es und liest es laut vor, so dachte ich es mir eigentlich. Ich aber muss mal ganz kurz sagen, ne? Diese Kartenhalter sind natürlich ganz geil. Und Leute, gebt euch bitte diese Karten. Ich meine, jedes Ding hast du einzeln klar gemacht. Ja. Yeah. Also es gibt welche doppelt. Manche sind doppelt wegen Balancing, einfach aber und das ist zum Beispiel eine von meinen Favorite Cards auf jeden Fall. Die liebe ich. Ich habe auch voll gern gezeichnet mit der Riesenschule. Wie lange braucht man? Das sieht auch heftig aus. Teilweise richtig lang, weil, jetzt pass auf, mein Wacom Board ist im Arsch und ich habe die tatsächlich mit der Maus gezeichnet, so mit Splines und hier. Das hat ewig gedauert. Manche gingen schneller, aber ich habe pro Tag vielleicht maximal 2 Karten immer geschafft. Boah, heftig. Okay. Hammer, Mann.
Das ist echt der absolute Hammer. Pass auf, ich habe aber jetzt eine gezogen und habe hier diese Fledermaus gezogen. Schauen wir mal. Genau, jetzt musst du laut vorlesen. Die Symbole hier oben, die bringen auch irgendwie. Ja, das ist, die Symbole hier oben zeigen, was die Aufgabe sagt. Und das ist jetzt quasi Schießen. Du hast diese drei Dinger. Das ist eine Aufgabe auf der Planke. Des Nachts vor Höhleneingängen herumzulümmeln kann sich rächen. Ein Schwarm Vampirfledermäuse hat Lust auf ein paar große Stücke Piratensaft. Du hast diesbezüglich eher gemischte Gefühle. Du hast drei Schüsse, triff drei der Lederflügel, um den Schwarm zu erledigen. Alle erwischt, famos, schauen wir mal. Erstmal ballt sich jetzt mal drauf. Genau, baller mal drauf los. Erklär mir mal kurz, wie das hier funktioniert mit dem Technisch hätte ich gesagt, also du kannst von mir aus auch flicken, das bleibt dir frei, aber eigentlich war es so gedacht, das ist Feld 1 hier und du kannst die Möglichkeit mit dem Finger in das zweite Feld, du darfst aber nicht wieder zurück eigentlich. Also nicht so machen, das geht, das nicht. Sondern du machst einfach diesen hier. Ah, was, Digga, dann kommst du direkt so, aber kein Problem. Ja, pass auf. Mit Ankündigung mache ich jetzt episch 3 von 3. Ha. Gewalt ist nicht, ist nicht unbedingt hilfreich. Ja, ich kann das Ding ja noch. Ich schieße gerne über Bande, vielleicht hilft es. Okay. Das hast du verkackt, siehst du? 0. Treffer reichen nicht aus, um den Schwarm vom Saugen abzuhalten. Der Adler ist schwächtig. Setze eine Runde aus, um Kräfte zu sammeln. So, siehst du, jetzt kriegst du einen von den sexy schwarzen Plättchen. Verdammt! Dass wir wissen, dass du raus bist. Aber eigentlich ist es doof, ich bin jetzt einfach nur mal dran. Okay, du bist... Das macht dann Sinn, wenn man mehr ist. Also du bist jetzt zweimal hintereinander dran, oder ja, nicht? Ja klar, ich würde das jetzt hinlegen und wenn du dran bist, kannst du es wieder abgeben. Aber okay, ich bin jetzt eigentlich zweimal hintereinander dran. Du bist zweimal hintereinander dran, okay, alles klar. Da ist ja kein anderer da, oder? Ja, nee, ich verstehe schon. Also ist das schon so, dass mit mehreren Leuten fetzt halt eben nochmal ja, eine Ecke mehr, macht auch mehr, ehrlich gesagt, mehr Bock, ist auch mehr Bier auf dem Tisch und man kann da ein bisschen schnacken. Das ist ja auch das Schöne dran, weißt du? Dass man nicht jeder vom Handy sitzt, sondern man quatscht ja auch miteinander. Also, weiß ich nicht. Ja, und fetzt sich gegenseitig ja, noch total. Weg halt eben. Mega bisschen nice. Trash-Talk. Ich habe jetzt hier rum. Guck mal, Alter. Ich bin ja, das ist für mich immer schon so ein Ding. Alter, der Pirat, ja, das ist der Hammer mit diesem Ding. Ja, das ist die Badekarte. Die bringt mir nichts. Aus deiner Rumlaune heraus entscheidest du dich für ein Bad unter dem Sternenzelt. In dieser schönen Nacht. Du schaffst es doch tatsächlich, beim Baden im Meer einzuschlafen und wirst an der Floßbucht im Nordwesten der Insel angespült, wo du erfrischt und ordentlich durchgeweicht erwachst. Hat jetzt keinen Vorteil für mich, aber ich packe jetzt halt... Ja, was heißt vor, wenn du dein Zeug zusammen hast, bist du schon mal näher da oben als ich, sag ich. Genau, jetzt, weil ich jetzt nichts habe, hat es mir nichts gebracht, im Gegenteil. Ich wollte mit Absicht hier unten anfangen, weil ich mich dann schön durch die Insel durcharbeiten kann. Ja, und jetzt hängst du da oben am Strand, was? Und jetzt habe ich halt verkackt. Aber ich wäre dran, ich hau jetzt so ein Ding raus hier und du bist nochmal dran. Supi. Reicht gerade zum nächsten. Bingo. Das ist jetzt genau der Idealfall. Ich habe jetzt ein Segeltuch gefunden und darf mir so eins krallen. Und wenn man die zuerst entdeckt, also wenn du der Erstentdecker bist, steht hinten drauf, ich verlese mal, du findest ein Segeltuch. Findest du dieses als erster, dann erhältst du zusätzlich eine Fortunas Kunstkarte. Was? Und so ich will sofort auch was haben. Achso, was hier habe ich eigentlich? Ich habe gar nicht ausgeguckt, was du ich hab mal, geguckt, auf der Hand ja. hast. Ja. Ich nehme nicht. Gut. Weißt du, was das Traurige ist? Ich habe das ja echt schon x-mal gespielt, aber ich habe erst einmal gewonnen. Was? Ja, aber das höre ich öfter mal so. Ne? Ich gehe jetzt erstmal hier vorne und habe eine Inselkarte. Ich bin ja, also das hier finde ich ja total langweilig hier, dass man so Sachen sofort kann. Ich will mir die ja über die Ereignisse, die Sachen halt. Ja, aber die sind ja auch in der Regel dann auch wieder ganz schnell weg. Genau. Weißt du, also du kannst ja auch wie jetzt bei so einem Event die echt verlieren. Ah, fuck, okay. Das muss wieder in die Hülle. Das ist ganz kritisch. Man darf natürlich nicht sehen, was da als nächstes kommt. Das wäre ja. Ach so, okay. Das wäre beschiss irgendwie, wenn wir das vorher wissen. Ja, auch der kleine Überraschungsmoment, wenn du dieses geile Artwork dann rausziehst. Ja, und du kannst. Oh, halt ich muss wieder schießen, Leute. Langeweile haben nur Menschen, die sich nicht zu beschäftigen wissen. Du nutzt deine Zeit für ein entspanntes Schießtraining. Du hast 3 Schüsse. So, pass auf, jetzt mache ich aber mal ganz kurz den behutsamen mit Ansage nochmal. Ja, du kannst ja auch erstmal die anderen runterparken. Ich finde, mich stören die dann auch, wenn die da drauf liegen. Okay. Na, zack. Slide. Na, zack. Befriedigend. 2 Treffer. Nicht übel, Matrose. Nutze deine Euphorie und ziehe erneut mit 2 Würfeln. So, her damit. 7. Jetzt gammel ich mich direkt mal hier hin und hab mal so ein geiles Rum-Event hier. Ja, gesoffen wird in dem Spiel anscheinend schon. Dachte mir, ist das kindgerecht, Rum? Ja. Dachte, ja, aber komm, das ist ja, Piraten. Ja, klar, ist Piraten, auf den Rum.
Oh, der schielt schon ein bisschen hier. Ja, das ist orientierungslos. Oh, hier, oben, das ist halt, hier ist Movement und Schiff. Also, was heißt das irgendwie? Ja, dass das mit dem Symbol zu tun hat und dass es mit Bewegung zu tun hat. Du leidest an rundenbedingten Orientierungsverlust. Sammle dich in der Floßbucht. Was heißt sammle dich? Ich gehe jetzt darüber, quasi, sofort hier wie du auch. Genau. Wirf eine 6, um dich so neu zu orientieren. Du hast 3 Versuche pro Runde mit 2 Würfeln. So, jetzt dürfte ich 5 sofort gehen, oder was? Nein, du brauchst eine 6. Also du brauchst eine korrekte 6. Meinst du einen Pasch? Ja, ich habe so einen kleinen Pasch-Clown. So, jetzt bist du hängen geblieben. Und gefrühstückt. Ja, normal kriegt man die immer zu schwer. Also, ne, also ich habe jetzt mal in die Hose geschissen. Ne? Um dir mal einen Tipp zu geben. Diese Standardfunktion, eine davon ist zum Beispiel, wir können jetzt ein bisschen, weißt du, das darf ich nicht zeigen. Standardfunktion also, ist, du könntest auch einen von denen ab, also mal angenommen, du hängst jetzt da irgendwie zu viele Runden fest. Und ja, ich habe schon gesehen. Ein Würfel darf im Tausch auf eine beliebige Seite gedreht werden, da könnte ich jetzt, aber die wollte ich mir noch sparen, aber jetzt weißt du natürlich, was ich wollte. Wolltest du nur mal ansprechen, dass die Karten da auch irgendwie einen Sinn haben und nicht nur irgendwie doof rumliegen. Tauschgegenstände für Materialtoken auf Ereignisfeldern, 2 Stück davon, einen Materialtoken bei Duellen, dreh eine Golddublone auf der Schatzinsel oder 3 Karten dürfen sofort gegen ein Material eingetauscht werden, allerdings nicht die Schatzkarte. Und genau, das muss und schon das aufgedeckt muss entdeckt sein. Okay. Also hast du ein bisschen Möglichkeiten. Ja, Spiel mach mal ruhig, ich will ja nochmal ein paar Dinger sehen hier. Wo bin ich? 9. Tja, das ist natürlich... Kriegst du wieder Holz? Normal passiert mir das nicht. Ja, vielleicht, weil ich es gesagt habe, ich verliere immer, gewinne ich jetzt mal. Und scheiß Balancing hier. Wenn ich hier nichts krieg. Ja, ich sag, ihr lässt mal so ab. Red hier gleich sofort dein Game Knees hier. Ja, pass auf, das kann sich ganz schnell drehen. Das ist nämlich der Witz. So, 5, pass auf. Ich stapple mal hier oben lang. Ich hoffe mal, das läuft gerade. Ja, ich habe wieder eine Tierkarte. Ich kann ja wieder, aber jetzt habe ich mit dem Umgang mit der Pistole schon sehr geübt. Ja, da kannst du aber auch echt was... Oh Gott, da kommt natürlich das Krokodil, was wir gerade eben schon gesehen haben. Yeah. Salzwasserkrokodile sind keine Schmusetiere, aber da erzählt man dir wohl nichts Neues. Harr! Um nicht als Häppchen für die Handtasche zu enden, musst du dich nun konzentrieren. So, kein Problem. Jetzt kommt's hier. Der Punisher, der YouTube-Brettspiel. aber ich muss 3 treffen, um den Koloss zu erlegen. Wie viel Ibuprofen ist man eigentlich high? Ich weiß nicht. Oh nein, jetzt hast du mich abgelenkt. Sorry. Jetzt habe ich daneben geschossen. Das ist bei mir so wie bei, kennst du den Robin Hood Film mit Kevin Costner, wo Lady Marian ihn dann von hinten so ans Ohr haucht und er dann so daneben schießt. Ja. So ähnlich war das. Ich glaube aber eher, dass die was mit der Hand macht, was man nicht sieht in der Kamera. Ich glaube, die greift den von hinten zwischen die Beine. So wie der guckt. Also. Scheiße. 0 Treffer reichen nicht aus. Wenn überhaupt, machst du das Krokodil nur sauer. Du lebst mit knapper Not und musst erstmal deine Wunden pflegen. Setz 2 Runden aus, bis 3 miteinander dran. Nur wegen dem Lady Marian Trick. Ja, oder du hast irgendwelche Karten, die da was dran drehen können. Nee, kann ich nicht. Weil manchmal gibt es so Karten. Nee, ich habe eine Hose geschissen, ich habe hier nur eine Karte, die bringt mir da jetzt nichts. Ja, das ist natürlich jetzt Vorführeffekt, weißt du? Ja, alles gut. Normal bin ich der abkackt. Das ist immer, Spiele mit Aussätzen finde ich auch gut. Bei mir auf der Arbeit mit den Kids zum Beispiel, das ist ja schon kinderfreundlich, sage ich jetzt mal. Ne? Aber mit Aussätzen, da sitze ich auch, wenn einer aussetzen muss, das tut schon gut, wobei, das war, ja, ich, vor allem, wenn es bei einem läuft und du kriegst ihn dann halt öfters mal irgendwie dran, dass er halt nichts mehr läuft. Ja, tut es auch gut, schon. Wobei, mit Aussetzen hast du jetzt nicht das Rad neu erfunden, das ist mir schon auch klar. Meine Inselkarte. Ah, der sieht auch geil aus, da kann man sich auch so tätowieren lassen, weißt du das? Kommt drauf an, wohin. Ja, allgemein, also das ist ziemlich geil. Das ist der Superpirat. Und zwar, du bist super fit und kannst deshalb sofort weiterziehen. Ziehe erneut mit 2 Würfeln. Landest du nun auf einem Materialfeld, also auf solch einem, ja, kriege ich das Material und darf sogar dann nochmal 2 Würfel weiterziehen. Wenn ich erneut auf einem landen würde, darf ich das wieder tun. Und super wieder fit. Und wieder und wieder, weil ich bin eben super fucking fit. Ja, gönn dir. Ja. Und das klappt tatsächlich manchmal. Man fasst es kaum. Ja, du musst genau laufen jetzt oder darfst du auch anhalten? Nein, du ganz normal. Jetzt, ich nehme einfach die Voodoo-Karte hier. Dann bist du halt nicht super fit, sondern hast auch... Nee, das bringt mir ja nichts. Also das macht jetzt keinen Sinn, nochmal auf die zu kommen, weil ich kann von denen nur jeweils eintragen. Hast du ja nicht halt eben, ne? Okay, alles klar.
Aber du kriegst jetzt auch eine Voodoo-Karte wieder, nicht wahr? Dusel haben können und da hätte ja auch noch Material drunter sein können. Ja. Ah, schön. Kannst du hier eigentlich mal irgendwann reinhalten, oder? Ja, klar kannst du die Sachen hier reinhalten. Weiß ja nicht. Sieht brutal aus, Mann. Das ist die Geist des Ausgleichskarte. Das hat ein bisschen eine Schwere, ne? Und zwar, wer mit Voodoo herumhantiert, muss auch mit sowas rechnen. Um den Geist des Ausgleichs milde zu stimmen, musst du zwei deiner Habseligkeiten opfern. Material oder Fortunas Gunstkarten. Also die zählen in dem Fall gleichwertig. Okay. Wenn du nur einen Gegenstand opfern kannst, musst du ritualbedingt zusätzlich eine Runde aussetzen. Hast du allerdings keine Habseligkeiten, sorgt der Geist für Ausgleich und schenkt dir ein Material deiner Wahl, alles außer die Schatzkarte. Da ich aber leider Materialien habe und Fortunas Gunstkarten, kann ich zwei davon abtreten. Natürlich würdest du jetzt die Fortunas Gunstkarten abgeben, weil warum sollst du das Material abgeben, nicht wahr? Ja, das kommt drauf. Eigentlich ist es nicht unbedingt der Fall, weil ich könnte das Holz mir jetzt relativ schnell wiederholen. Ach so, schnell wiederholen, ja, ja, okay. Dann kann ich rum überlegen, was ist mir jetzt taktisch lieber. Verstehe. Aber rein für den Spaß gebe ich jetzt einfach mal eine Fortunas Gunstkarte und Holz ab. Ich würfel jetzt hier nochmal ganz kurz. Auch bin ich weiß, ich habe jetzt einmal beschissen. Ja, das macht ja nichts. 1, 2, 3. Wir müssen ja auch irgendwann durchkommen, sonst müssen wir es wieder rasieren. Ja, hier, oh, ich habe jetzt auch mal so eine Karte. Ja, du kriegst halt drei Token. Schießspiele und ich gar nichts. Halt. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal so ein Fechtding machen. Und such mal so ein Fechtding raus. Ist das hier eins bei? Gut, schnell. Ja, Fechten auch. Kannst du quasi immer, wenn du willst. Achso, wenn wir uns angreifen, kannst, ja, machen wir es. Kannst, wenn du auf dein Feld kommst, kannst du versuchen, dem anderen Sachen zu klauen. Du versuchst einen ganz speziellen Fluch mit Hilfe der verhexten Steine zu wirken. Mhm, okay. Vielleicht müssen wir noch ein Schluck Bier trinken. Du darfst sofort noch einmal mit einem Würfel werfen und ziehen. Ja, das ist natürlich jetzt wieder... Ich hätte dir fett was abnehmen können, ne? Richtig dekadent hätte ich dir ordentlich was abnehmen können. Da gibt es ja richtig fiese Karten, wo richtig zu lang. Aber das war wieder mal typisch hier. So, ist auch rum. Ja, man muss ja auch ein bisschen warm werden. Mit der Zeit. Das ist aber auch gerade für Kids ist es gar nicht schlecht, ein bisschen so motorische Skills zu üben. Ich finde es auch, hast du auch schon ganz witzig geschrieben. Das ganze Ding ist jetzt auch nur auf Deutsch aktuell. Ja, ich jetzt schon. Also es gibt schon teilweise Übersetzungen, aber das ist noch in der Mache. Und ich, also nur Englisch. Deutsch und Englisch halt eben, so ist der Plan eigentlich. Das wäre der Plan, ja. Okay. Allein schon, weil ich einfach gucken will, ob der Humor dann auch im Englischen, dann ob ich das rüberkriege und so. Bestimmt. Also wenn du einen Native English Speaker hast, wenn du es selber machst. Ja, mein Englisch ist nicht so schlecht, von dem her. Und ich habe jetzt gerade einen Kollegen in Costa Rica, der hilft mir da dabei. Der ist ein Ami. Der bringt selber übrigens demnächst irgendwie ein Game auf Kickstarter. Of Knights and Ninjas, mal reinschauen. Of Knights and Ninjas, ein Kartenspiel, voll süß. Kurz und knackig, aber ganz nett. Lass mal kurz und knackig, möchte ich jetzt mal kurz weghobeln hier beim Fechten. Ja, da musst du auf mein Feld kommen. Ja, ist ja kein Problem. Achso, du bist jetzt faken. Ja, ich muss aber zu dir würfeln, ich möchte jetzt einmal ganz kurz hier mal, ich will ja ein paar Mechaniken hier zeigen, oder was? Also pass auf, das ist relativ simpel. Das ist jetzt nicht so, dass es mordskompliziert wäre. Und zwar, du hast quasi auf den Karten gibt es horizontale und vertikale Angriffe. Man hat von jeweils drei davon. Ja. Und es ist quasi so, wenn du jetzt auf mein Feld gerätst, bist du der Attacker zuerst. Und du legst dann quasi verdeckt deine Attacke ab. Ne? Ach so, und dann kannst das Gegenteil pariert quasi. Genau, und dann musst du immer ein Kreuz legen, um zu parieren. Wenn du parierst, bist du als nächster dran und kannst gegenschießen. Wenn er trifft, darf er nochmal. Und dann gibt es Points dafür. Okay, und je nachdem, wie die Punktedifferenz am Schluss ist, nach maximal zwei Runden darfst du dafür anteilig zocken. Okay, pass auf. Zocken. Ja, du kannst es eigentlich gleich aufdecken. So, vertikal, bam, habe ich pariert. Weil jetzt geblockt, jetzt kommst du mit meinem Ding hier, ne? Bam, pariert, okay. Ja, jetzt wäre ich wieder dran. Mal ein bisschen Taktik hier mal im Stream, aber kannst du vergessen, Junge. Blockiere ich dir direkt wieder. Ich dachte, das ist jetzt zur Abwechslung, das ist einfach. Bam! Direkt wieder geblockt. Also, ja, erste Runde ist das jetzt quasi. Jetzt würde man eine zweite Runde starten, weil tatsächlich nichts passiert ist. Auch hiermit oder was? Oder ja, du nimmst jetzt alle wieder auf und da du jetzt. Nein, ich habe pariert. Quasi. Also ich habe angegriffen, du hast. Jetzt fange ich quasi die Runde. Du würdest jetzt wieder anfangen. Und wenn man. Hier legt man dann Token drauf, wenn man quasi. Okay. Gibt es dann diese gelben Scheiben?
Die habe ich vergessen rauszufummeln, ist einfach nur zum Punkte markieren. Mhm. Und wenn du quasi, wenn der andere auch einen Punkt hat, dann gilt die Differenz. Wenn der jetzt auch einen Punkt hat, ist natürlich unentschieden, kriegt keiner irgendwas. Ja, aber ich habe ja schon meinen ersten Punkt liegen. Also. Bäm! Und geblockt, scheiße. Siehst du? Und jetzt mache ich einen Treffer. Zack. Shit. Bäm, schon wieder geblockt. Gibt's doch nicht. Vorführeffekt, das ist alles nur Vorführeffekt, ich sag's dir. Bam! Ja, wir sind halt eben beide diese übelsten, heftigen Fechtkünstler. Pass auf, aber jetzt hätte ich zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, hier kann ich jetzt noch eine von meinen Spezialkarten legen. Der Kampf, das Kampfgeschick? Genau. Plus ein Trefferpunkt im Angriff, minus eins Parade. Ja, also du drückst mir jetzt einen Treffer rein. Ja, ich habe jetzt quasi einen Treffer und habe gewonnen. Was? Ja, jetzt könnte ich dir was abzocken, aber du hast ja nichts außer deinen Fortuna Gunstkarten. Und weil wir das jetzt, das war jetzt eben ein freundschaftliches Duell. Ja, ja, genau. Deswegen nehme ich dir jetzt nichts weg, dass du nicht komplett die Freude dran verlierst. Aber das meine ich, du kannst dann halt auch mit den Taktikkarten noch ein bisschen was machen. Es gibt dann nochmal eine Duellantenkarte, damit gewinnst du auf jeden Fall. Also du kannst dir da am Schluss legen und dann hast du gewonnen, fertig. Nochmal halt eben als kleine Backstabbing-Geschichte. Und wie viele Sachen darf ich mir dann nehmen, wenn ich gewinne? Maximal 3. Die Differenz der Punkte quasi dann immer, oder was? Und, genau. Aber maximal 3. Also, ja. Also wenn du den komplett vernichtest, kannst du maximal 3 rausschlagen. Aber er kann, das ist auch so ein Ding, du kannst quasi, wenn du jetzt sagst, okay, also du kannst dir natürlich das Material, das du wünschst, raussuchen, aber du kannst dann sagen, okay, ich will das Material schützen, ich gebe dir dafür 2 von denen. Die sind dann beim Duell 2 wert. Wenn du nur einen hast, hast du Pech gehabt, musst du das rausrücken. Okay. Also, dass man ein bisschen noch Möglichkeiten hat, das abzufedern. Dass es nicht ganz so brutal ist manchmal. Diese Karten. Die Wasserkarten? Ja, was geht da so ab? Die kommen, das funktioniert im Endeffekt genau wie die Ereigniskarten. Die haben ja hier kann. So verschiedene Symbole auch auf den Dingen. Genau, drauf. Die finden sich da wieder. Wir haben einmal den Mahlstrom. Wo ist denn der? Ganz klassisch wie in so alten Siemens-Geschichten. Mahlstrom, wir haben eine Proviantkiste, das ist die hier, wir haben den Hai, musste sein, Hai ist wichtig, wir haben das Riff und wir haben den Kraken. Ja, ja, okay. Der Riesenkraken, also wenn ich mir das Artwork von dem Ding hier quasi natürlich mal rein... Natürlich ein Riesenkraken. Ich nehme die Sachen mal hier rein, die liegen glaube ich ein bisschen außerhalb von der Kamera. Muss natürlich ein Riesenkraken sein. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Also, pass auf, okay, angenommen, ich wäre jetzt auf dem Mahlstrom, um das mal zu zeigen. Ja, bin da jetzt quasi hingefahren. Genau, ziehst du quasi den Mahlstrom um. Und beim Klabautermann, ein Mahlstrom. Hier treffen sehr starke Meeresströmungen aufeinander und bilden einen alles verschlingenden Strudel. Um diesem zu entkommen, musst du eine 6 werfen. Du hast 3 Versuche, 2 Würfel. So, pass auf. Jetzt habe ich direkt einen Pasch, weil ich ja der Paschmeister bin. Aha, also das lies mal, bin ich ja auch überregional als Paschmeister bekannt. Würfelst du einen Pasch, verschluckt dich der Mahlstrom. Das heißt, was passiert? Der verschluckt mich, der setzt mich wieder komplett auf Anfang. Nein, lesen Sie weiter. Achso, bist du auf Kurs 1, das ist der kurze Kurs, ich bin auf dem kurzen, ne? Genau, bist auf Kurs 1. Wirst du am ersten Mahlstrom auf Kurs 2 wieder ausgespuckt. Genau, das spuckt dich jetzt quasi hier wieder aus. Und kannst in der nächsten Runde normal weiterziehen. Ja. Okay. Wäre dir das jetzt hier oben passiert, wäre das relativ vorteilhaft gewesen, weil dann hättest du dich hier ausgespuckt. Ja, das wäre natürlich richtig fett gewesen. Ja. Was bedeutet hier diese 1 und die 2? Das heißt, Würfeln ist eine Würfelaufgabe und dieses Symbol soll nur auf diesen Pfeil hinweisen, dass einem klar wird, in welche Richtung es geht. In welche Richtung es geht halt eben. Weil das geht auch zurück. Also wenn dir das hier passiert, rutscht er wieder nach dort. Okay, und du bist jetzt auf dem Hai gelandet? Ja, dann muss ich schießen. Ja, jetzt wollen wir mal sehen. Auf einen Hai muss man schießen. Ja, ja, jetzt will ich mal sehen. Um kein Haifischfutter zu werden, musst du dich in dein Floß verteidigen. Du hast 3 Schuss. Wobei ich natürlich in keinem... Gibt es auch manchmal Sachen, wo man nur einen Schuss hat? Jetzt lässt er mich hier bloß stehen. Nee, das ist eigentlich immer... Okay. Nur immer lässt er mich hier bloß stehen. Ja, ich habe auch nicht immer alles im Kopf. Ich hab auch ja, normal. Okay. So, ich kann mir auch die Regeln manchmal selber nicht merken. Da muss ich selber nachlesen, was ich für eine Scheiße geschrieben habe. Die sind natürlich auch unwahrscheinlich komplex. Nee, sind sie gar nicht. Aber trotzdem vergisst es. Wie oft darf ich würfeln? Was habe ich da irgendwie mir überlegt? So, verdrängt man teilweise auch. Man denkt ja auch ab und zu mal an was anderes. An Essen, sich waschen und so. Oh ja, untenrum auch. So, ja, gerade da. So, pass auf. So, jetzt wollen wir mal sehen. Du bist ja der Großmeister deines eigenen Spiels. No pressure. Ja, brauch keinen Druck auf. Was? Na, vielleicht kann man es mal reinditschen. Nee, siehst du auch nur einmal. Nur ein Schuss.
Für jedes nicht getroffene Ziel musst du eine Runde aussetzen, um dein Floß zu reparieren. Ja. Und ja, so funktioniert das ganze Ding dann. Oder? Aber ich hätte, wenn ich den Hai jetzt quasi erledigt hätte, hätte ich dann auch wieder was gekriegt. Ja, selbstverständlich hättest du was gekriegt. Das ist auch Bonus. Und eigentlich hätte ich auch meine Karte hier setzen können. Immunität, das heißt, mir passiert nichts. Kann die absuchen. Also da sind schon ziemlich starke Sachen auch bei den Fortunas Gunstkarten dann dabei, ne? Ja. Die wiederholen sich auch oder, ja, oder sind die also einige? Es gibt, ne, insgesamt 8 verschiedene Spezialkarten. Okay. Und die sind mehrere Male drin. Und diese Standardkarten einfach, genau, die du halt eben für Sachen halt eben abgeben kannst. Das ist einfach im Endeffekt halt Tauschgegenstand und halt für kleinere taktische Erwägungen. Gerade wenn es schlecht läuft und du hast 3 Fortunas Gunstkarten trotzdem am Start, kannst du wenigstens den Gegenstand mal mopsen. Von der Komplexität her ist das ja eher so ein, ja, so ein Bier- und Pretzel-Game. Ja, oder so, brauch, ne? Also brauchst wo nicht du mega viel, wenn du dich in die Kneipe setzt und bestellst dir ein paar Bier und ein paar Rum dazu, nimmst dir ein paar coole Boys und dazu. Rum wäre natürlich, noch so super, super immersiv halt eben. Oder? Aber nicht, wenn man mit seinen Kindern spielt, dann würde ich es weglassen. Du kannst es, also, ja, nee. Ich habe jetzt mal geschrieben, so ab 8 kannst du zocken. Das wäre natürlich auch krass, dass du dich die ganze Zeit mit rumzuziehst. Ich habe schon gesagt, du kannst auch so ein paar Nein, so ein Saufspiel. Jedes Mal, wenn du auf dem Rumfeld kommst, musst du einen heben. Ja, scheiße. Ja, dann bist du aber nach 10 Minuten, glaube ich. Du musst fahren noch. Check ich. Ne? Du musst fahren. Vor allem, ich habe Ibuprofen im Kopf. Ich glaube, das knallt richtig gut. Das hätte natürlich immer einen Rum jetzt noch genommen. Halt eben, ne? Ich bin nüchtern vorher schon an dir vorbeigefahren. Was passiert, wenn ich... Ja, hier fährt aber jeder, weil wir besten hat. Stopp dabei, von... Aber du hast auf jeden Fall so ein Beer and Pretzel-Ding hier quasi rausgeschoben. Was soll das denn später kosten? Und wie weit bist du so mit den Manufacturern und alles um dran? Ja, ich hatte ein Gespräch und das liegt jetzt halt noch darauf an, wie man alles zusammengebaut kriegt. Irgendwie, ich will es natürlich so hübsch wie möglich haben, ist klar. Und da muss man jetzt mal schauen, welche Materialien dann alle gewählt werden. Wahrscheinlich wird auch viel noch Holz draus werden, gerade diese Dinger. Ich will nicht so viel Plastik haben eigentlich, das war eigentlich so mein Ding. Der Umwelt zuliebe? Ja, ja, ist auch richtig. Und, also finde ich auch cooler einfach. Ne? Und einfach, weil es einfach ein bisschen schick sein soll. Das Ding wird vielleicht noch irgendwie umgebaut. Da muss ich noch gucken, wie man das macht. Weil das ist jetzt echt ein Prototyp, den habe ich mir zusammengefummelt aus einer Forex-Platte. Das ist aber nachher nicht bezahlbar, wenn du das... also, das ist viel zu teuer. Und es funktioniert auch anders. Wir haben es schon getestet, auch mit Holzscheiben und so. Gleitet auch super. Hätte ich nicht gedacht. Funktioniert aber. Und Kostenpunkt wird wahrscheinlich irgendwo zwischen 40 und 60 liegen. Genauer kann ich es noch nicht sagen. Mhm. Also ich denke, bei Kickstarter gibt es die am Anfang auf jeden Fall, gucke ich, dass man sie für 40 erstmal kriegt, einen großen Teil, vielleicht in die ersten 48 Stunden und dann muss es irgendwann ein bisschen teurer werden. Ja, da gibt es ja die verschiedensten Modelle. Ne? Sonst komme ich nicht vom Fleck wahrscheinlich. Ja, ja, da gibt es ja die verschiedensten Modelle, um das ganze Ding anzuschauen. Wie läuft das denn? Fährst du zu so einem, du machst dir einen Termin bei so einem Manufacturer dann und dann... Wirst du da empfangen? Wie stelle ich mir das vor? Ich wusste ja auch nicht, auf was ich mich da einlasse. Ich habe einfach mal gesucht nach Leuten, die überhaupt sowas herstellen können, was gar nicht, ist, also gar nicht so einfach ist. Weil irgendwie du überlegst ja auch, wo lassen irgendwie Große irgendwie das herstellen, kriegst du gar nicht so leicht raus. Und habe dann aber einfach da, weiß nicht, Werbung Ludo Fakt gefunden. Die haben halt, also das ist das erste Spiel, was die machen. Die machen auch FIFA Ravensburg und Gedöns. Und habe dem einfach mal eine komplette Liste an meinen Spielbestandteilen schön fotografiert. Die Maße aufgeschrieben, wie ich es mir vorstelle, welches Material, und habe ihm einfach geschrieben und gesagt, ey, bitte mal ein Angebot schreiben. So. Und der Typ hat der ist echt ganz cool. Das hat dann zwar eine Weile gedauert, weil er ziemlich busy war, aber es war echt ein ganz cooles Angebot, relativ übersichtlich. Da konntest du auch verschiedene Materialien anschauen und so. Und dann habe ich mich noch einmal mit ihm getroffen, die ganzen Materialien mal durchquatschen. Also dann hat er dir alles so gezeigt, du konntest alles mal so in die Hand nehmen, um so die verschiedenen die Fabrik gesehen. Muster und so. Ja. Er ist auch ganz gut gewesen, das zu sehen, weil da kommt schon gutes Zeug bei raus. Und was hast du so für so ein Funding-Ziel? Was brauchst du? Was das ist noch schwer zu sagen. Oder kann man das noch nicht, ich denke mal, dass es irgendwo zwischen 30 und 50 liegen wird. Nehme ich stark an. Das kommt auch darauf an, das habe ich noch nicht ganz ausgearbeitet, wie das mit den Steuern ist. Du musst ja auch, Kickstarter will ja immer noch auch ein bisschen was abhaben, irgendwie 2x5% ja, irgendwie. 10% oder nehmen die dir ja weg dann von deiner Summe, genau, und so weiter. Und so steuerlich muss man das auch noch irgendwie clever machen, dass er nicht der Staat denkt, oh, guck mal, Einkommen. Wäre ja, nicht so, ja, wär nicht so clever irgendwie. Ja, ich denke mal, was weiß ich, 35, 40, 45, 50.000. Und dann muss man auch einen Verlag dann quasi gründen. So, ja, oder, genau. Oder. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, auf meiner Website weclecticcreations.com übrigens. Ja, guck mal, alles in der Videobeschreibung unten. Könnt ihr alles anklicken, da könnt ihr
Auf jeden Fall setzen wir auch deine E-Mail-Adresse rein. Da können, wenn genau. die Leute Fragen haben, können die dich da so ja, klar, wenn Fragen löchern. Und da auch einfach irgendwie subscriben und dann bleibt ihr da auf dem Laufenden auf jeden Fall. Wenn ich dann soweit bin, kriegt ihr es als erster mit. Ja, da habe ich einfach gedacht, ich mache das jetzt mal, ich habe mehr vor. Also ich habe noch andere Game-Ideen so, da kommen noch ein paar auf der Platte. Das geht dann Richtung mehr in Fantasy und so. Also machst du da so Sachen parallel quasi sozusagen? Oder ja, ich habe mit dem anderen auch schon angefangen, aber darüber will ich noch nicht großartig reden. So. Ja, ist okay. Das erst, also erstmal das eine Ding halt eben abbügeln. Ja. Ich wollte ehrlich gesagt, das andere wollte ich zuerst machen, weil es eher ein bisschen in die Fantasy-Richtung, ich bin so ein bisschen Fantasy-Nerd, so Lord of the Rings-Style. Ja, aber, ja gut, ich sag mal, aber deine Eingebungsstimme hat dir als erstes geflüstert, magst du Piraten? Ja, ich weiß auch nicht warum. Ja, weil ich dachte, das ist ein bisschen auch ein bisschen Family-Game und so. Ja. Ja, ist also definitiv ist Bier und Pretzel und Family Game. Also ist jetzt kein Kenneranspruch und so. Aber ich glaube, das fetzt schon, wenn du mit der entsprechenden launigen Runde da zusammen. Ja, genau. Das war das Ziel. Ich wollte einfach so ein Beisammensein-Game haben irgendwie, wo man jetzt nicht irgendwie mordsstrategisch rangehen muss, nicht auch gut in dem Zusammenhang. Und trotzdem, aber du kannst schon auch ernsthaft spielen. So. Ich glaube auch, dass ein Kenner da irgendwie schon auch eine Gaudi haben kann, durchaus. Je nachdem, mit wem man da sitzt, das liegt ja meistens eher an den Menschen. Ja, aber das ist immer so, ne? Das ist eigentlich an den Menschen. Also mit manchen Leuten, die können ja, zockst gerne Kenner Games und dann hast du Leute, die zocken Kenner Games, aber irgendwie sind sie, oh, dann hast du doch irgendwie doch nicht keinen Bock mit diesen Leuten zu zocken irgendwie. Weißt du, es steht und fällt ja immer, egal was du zockst. Ich bin ja auch, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber das ist auch Risiko mit den richtigen Leuten tatsächlich Bock Spaß macht. Ja, so beim Hundehupe, die würde ich jetzt, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Nee, aber, da bin ich raus. Ja. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum man 1 Million verschiedene Sorten Monopoly braucht. Ich meine, da komme ich nicht klar drauf. Dann doch lieber 1 Million Sorten hiervon quasi oder was? Ja, ich meine, klar, das ist, ich meine, du könntest das Setting in Western ummodeln. Harry Potter. Alles Star Wars, das wäre alles möglich. Pokémon. Auf jeden Fall, aber ich weiß nicht. Die Frage ist, ob He-Man wäre auch ein geiles. Ist dir schon mal aufgefallen, wie gay He-Man ist? Ich meine, früher, das war vor meiner Jugend, ich war voll der He-Man-Freak, aber wenn du Jahre drauf zurückguckst, Jahre später, dann denkst du, es geht kaum schwuler als das. Ich meine, der Typ rennt in Fellhosen rum, ja? Also nichts gegen die Gay-Community, ich habe euch alle lieb, aber das wird ja später, ist klar irgendwie. Und der Typ, wenn er Adam ist, hat er einen rosa Fummel an irgendwie. Und diese ich finde auch, es gibt ja diese auf Netflix diese Serie. Toys That Made Us oder was? Hast du das schon gesehen, wenn du Netflix guckst? Da geht es um das Spielzeug unserer Kindheit. Ah, und da gibt es He-Man auch. Eine Folge mit He-Man halt eben, wie He-Man entstanden ist. Und ich habe die mit Turtles angeguckt. So. Ja, ich sollte dir empfehlen, ich habe sogar die mit Barbie gesehen. Ist alles gut. Nichts zu tun gehabt an dem Tag. Kann ich euch auf jeden Fall nur ans Herz legen, da mal zu gucken. Finde ich super spannend. Ja, Nostalgie auf jeden Fall. Ja. Also gerade die Turtles-Folge fand ich ziemlich geil. Das habe ich früher auch voll gesammelt, fand ich voll scharf. Alles aus Amerika irgendwie damals importieren müssen. Weil hier gab es das noch gar nicht so richtig. Ich hatte auch einen Halb-Cousin oder sowas, ja, keine genau. Ahnung, der hatte richtig geile Sachen. Wann wolltest du damit an den Start gehen? So? Wollen. Gewollt habe ich im Januar, jetzt ist Januar. Aber ich meine, Januar ist ein bisschen spät halt eben noch. Ja. Also ein bisschen früh wäre es gewesen. Ja, das ist dann total halt viel zu früh. Ich sage ja, ahnungslos. Ich muss jetzt erstmal, mein Plan ist jetzt erstmal, ein bisschen Community bilden, dass Leute tatsächlich darauf aufmerksam werden. Und wenn ich dann echt absehen kann, dass genügend Leute tatsächlich auch Bock drauf haben, dann gehe ich auch den Schritt zu Kickstarter. Vorher, glaube ich, kriegt es dann einfach keiner mit und dann bricht es mein Herz. Was ich schon auch spannend finde, hast du dir schon Gedanken über Stretch Goals gemacht, was man da vielleicht so einbauen könnte? Ja, es gibt ein paar Sachen. Also das Ding ist, es kommt muss jetzt nicht alles leaken, sondern nur so mal. Na, was heißt leaken? Ich finde, da kann man, das ist ja kein Geheimnis. Also aus meiner Sicht nicht. Vielleicht ist es marketingtechnisch schwachsinnig, aber so weit denke ich nicht in die Zukunft. Ich wollte noch ein paar Mechaniken dazu machen, die jetzt zum Beispiel ein bisschen komplexer sind. Ich wollte ein paar Karten dazu machen. Ich nenne das Leviathan-Karten, das sind so große Monster, die man finden kann. Also eine Krabbe, irgendwie ein riesen Gorilla, um nicht zu sagen, so King Kong-mäßig. Keine Ahnung, sowas. Und wenn du die battles und verlierst, dann bleibt dein ganzer Scheiß bei denen liegen, aber ein anderer kann sich das da holen. Also quasi, wenn du stirbst, lässt du deine Sachen da fallen, genau. Und andere können die aufgrabbeln und so weiter und so fort. Wenn die das Monster killen und so. Das ist so ein Add-on, was ich gerne noch dazu hätte, was das Spiel natürlich verlängern kann. Und ich meine, man muss sagen, wenn du zu zweit spielst, bist du in ungefähr 90 Minuten durch. Zu sechst kann das schon mal 180, je nachdem wie viel man quatscht, vielleicht 260 dauern, je nachdem. Also ging schon schneller, ging langsamer, kommt immer aufs Spiel an. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, ich wollte hier Fallenkarten noch einbauen.
Bis jetzt gibt es quasi nur die Blanks, also du würfelst und. Wo wäre der Schatz denn jetzt gewesen? Ich sag das hier. Weiß ich nicht. Na, siehst du? Ich hätte keine Wiese. Da ist der Schatz. Das ist nur so ein Diamant, der Rest sind quasi nur die blanken Knochen. Aber ich wollte da noch so ein paar Fallenkarten drin haben. Keine Ahnung, so eine Katapultfalle, die dich zurückschießt zur Floßbucht und einfach noch so ein paar Dinge. Muss ja nicht alle verraten. Das mal einfach dazu, also du kannst es dann wahlweise austauschen. Wenn du Bock drauf hast, kannst du die austauschen. Wenn nicht, kannst du das Basisspiel zocken. Einfach. Ja, oder halt eben random die Sachen einmischen oder wie auch immer halt eben so. Ja, also mich hat super beeindruckt das Artwork von den Karten halt eben einfach, ne? Ach, danke, das geht runter wie Öl. Ich bin echt auch also, ich mein, gesessen. Hast du es schon vielen Leuten so gezeigt? Also hast du schon viel Feedback dafür bekommen? Ja, die ganzen Sachen und so. Aber da sagt doch schon jeder, das ist doch absolut krass, oder was du da gezeichnet hast, oder nicht? Ja, ich finde das schon ganz schön, wenn die Leute sich dann hinsetzen und eine Weile irgendwie Fotos angucken. Das tut einem schon ganz gut. Dann hast du schon mal das Gefühl, das war nicht komplett für die Katz. Das ist ja schon ein bisschen so die Panik, die mitschwingt, wenn du dir jetzt sagst, ich habe jetzt seit über 2 Jahre dran rumgedoktert. Und wenn es natürlich komplett verpufft, au, weißt du, das ist schon. Ja, so gut, aber das ist ja, da laufen viele Leute Gefahr. Ja, klar, aber das ist halt so ein Ding, was ständig in deiner Bühne ist, was man natürlich nicht will. Ja, dann würde ich auf jeden Fall an der Stelle auch nicht wünschen. Gibt es denn eine Möglichkeit, wo man das mal austesten kann, mit dir zusammen irgendwie zu zocken? Gehst du irgendwo hin oder kann man dich kontaktieren, wenn man in Schwäbisch Gmünd in der Umgebung wohnt, um das mal zu testen oder wie auch immer? Alle Kontaktsachen, die irgendwie möglich sind, packen mal ein bisschen in die Beschreibung. Ich bin total offen für alles. Irgendwie, da gibt es auch eventuell eine Telefonnummer, wo man anrufen kann. Ich bin für jeden Spaß zu haben. Also fast jeden. Man muss ja vorsichtig sein. Muss man mit deiner Freundin aber dann noch abklären halt eben. Die hätte dann vielleicht auch noch ein paar Worte mitzureden. Wahrscheinlich. Ihr wisst schon, wie ich es gemeint habe. Ja. Alles, was platonisch. Platonisch, was das Game hier quasi halt eben betrifft. No kinky stuff. No kinky stuff. Es sei denn, es läuft richtig gut, dann machen wir mal eine Ausnahme. Dann darf man auch mal einen Schenkel anfassen. Nur bei gegenseitiger Sympathie. Habe ich auch nichts gegen eine Hand auf dem Hintern. So. Nee, überhaupt nicht. Übrigens. Ey, hier, beide Hände hier, alles gut. Nee, passt schon. Haben wir noch irgendwas vergessen? Also Schluss, wir haben, wie gesagt, das habe ich erklärt, oder? Ja, wir kommen auf das Ding und dann decken wir da die Teile aneinander auf mit den Glory Cards, kannst du mit den Fortune Cards. Im Groben ist es erklärt. So, der eigentliche Spaß sind einfach die Karten, so, weil die einfach überraschen, du weißt nicht, was kommt, du kannst es nicht planen und du musst darauf reagieren und da passiert echt viel, was das ganze Spiel ganz schnell drehen kann. Wir haben echt teilweise böse Karten drin. Ich glaube, auch wenn du hier richtig, also irgendwann wird man ja auch gut in dem Schießen halt eben. Weißt du, was ich meine? Das ist halt eben kein reines Glücksspiel eigentlich, ne, sondern das hat ja dann auch schon was mit Können zu tun, weil diese Karten, guck mal hier, zack, Junge. Ja, genau, das ist der Plan, dass es einfach nicht nur Glück ist, sondern du hast ein bisschen Strategie drin. Ja, es ist nicht nur Würfeln und dann muss ich damit leben. Du kannst ein bisschen taktieren. Ja, jetzt nicht mega crazy irgendwie, aber du kannst ein bisschen dein Glück irgendwie auf die Sprünge helfen und du kannst was tatsächlich mechanisch können, was dir helfen kann. Also wenn du da richtig der Crack bist, läuft es, glaube ich, schon ganz gut für dich. Also ich kenne sicher viele Leute, die da Bock drauf hätten. Also gerade, es gucken bei mir auch viele Leute zu, die Kinder halt eben haben, ne, wo das dann spannend sein kann. Das ist auch langsam so die Altersgruppe, die nun mal Kinder hat. Das ist auch der Plan. Du ja auch. Ja, ich hätte gern irgendwann mal. Ja, schauen wir mal. Ja. Aber vielleicht... wenn eine blöd genug ist. Ja, aber Digga, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du bis an 5 Spiele am Start hast, damit deine Kinder nicht den ganzen Tag immer nur Piraten-Games zocken müssen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du nochmal wiederkommen würdest, wenn dein Fantasy-Game am Start ist. Ja, sehr gut. Weil ich bin ein ganz, ganz großer Fantasy... Nein, deswegen habe ich es jetzt einfach mal gedroppt. Was wird das denn mal ganz kurz? Es wird auch eine ähnliche Mechanik. Mein Ziel ist auf jeden Fall immer so ein bisschen eine Geschicklichkeitsvariante mit drin zu haben, soweit möglich. So als roter Faden durch die Spielereihe quasi. Ja, so. Einfach, weil das ein bisschen mich ausmacht. So. Ich mag das gern, solche Sachen, so ein bisschen Spielereien. Aber es ist eine... Also das Normale bei diesem ein bisschen so Dungeon-Crawler-mäßigen Zeug ist immer, dass man einen Arsch voll Würfel hat und so einen Scheiß. Ja, ich habe mir überlegt, man kann das alternativ vielleicht machen, sodass du beide Möglichkeiten hast, aber dass es auch mit dem Ding eine Möglichkeit gibt, wie man Monster eventuell killen kann und es total fun machen kann. Ich will noch nicht genau darauf eingehen, überlegt so. Ja, aber das kann ich erst machen, wenn ich es zeigen kann. So. Na, klappt mir immer die Idee oder so, ist auch scheiße.
Ich habe jetzt schon zu viel. Ja, aber ich glaube, da gibt es auch so einen kleinen Ehrenkodex, also glaube ich, unter so Spielautoren. Ja. Die, nee, meinst du nicht? Das ja, natürlich, bei den guten Menschen schon. Ja, ich glaube schon. Ja, Digga, ey, allerbesten Dank, dass du hier gewesen bist und ja, die Gelegenheit hast. For having ich meine, das ist ja auch eine Premiere eigentlich jetzt mal, ne? Das, ja, mehr oder weniger schon. Also, dass da mal jemand drüber gucken durfte. Unabhängig von... Mit einer gewissen Expertise auf jeden Fall. Die ich ja überhaupt gar nicht habe. Nee. Also die Leute sind ja mehr Experten als ich, die da draußen an eben zu gucken. Aber das Spiel mal einer größeren Bandbreite hat eben vorzustellen. Ja, auf jeden Fall. Das war ja auch unterschwellig das Thema. Ist das denn schwierig, so den Schritt zu gehen? Sag, pass auf, jetzt ist es soweit. So, ich suche mir jetzt jemanden, wo ich es einfach mal so ein bisschen einer breiteren Masse zeigen kann. Ja, es ist nicht einfach. Also der Schritt, dich anzurufen, war jetzt nicht schwer. Ich musste mich jetzt nicht überwinden, weil man kennt dich ja schon optisch vom Sehen her und denkt, der ist ein sympathischer Dude, da kannst du schon mal anrufen, der beißt dir schon nicht gleich den Kopf ab. Aber es ist echt schwer, also gerade wenn du nicht so, ich bin ja davor nicht unbedingt ein Gamer gewesen, so wenn du nicht in der Community, ist gar nicht so einfach irgendwie. Da Fuß zu fassen. Weil du komplett planlos und doof bist einfach, das muss man ehrlich sagen. Das ist dann, ja, Step by Step gerade, ich muss mir das halt irgendwie jetzt mühsam zusammenmausern und hoffen, dass ich nicht komplett unsympathisch bin und die Leute vielleicht dann doch die eine oder andere. Ich glaube, da musst du dir keinen Stress halt eben machen. Ja, dass die Leute halt echt Bock drauf haben, das würde mich natürlich freut es mich. Ein Feitstanz sagt nur bei uns aufführen. Ich hoffe dir, dass es dir helfen konnte. Ich werde euch auf jeden Fall benachrichtigen. Ist natürlich so, wahrscheinlich das Video wird vor der Kickstarter-Kampagne irgendwo am Start sein. Vorfeld schon. Und sobald ihr dann die Kampagne startet, werde ich euch auf jeden Fall nochmal eine kleine Erinnerung geben. Pass auf, die Kampagne hat gestartet. Könnt ihr euch auf jeden Fall noch an den Jan Christian erinnern, der hier sein Game gestartet hat. Und wenn es euch interessiert, dann guckt da mal rein. Vielleicht habt ihr auch Verbesserungsvorschläge oder eine Meinung dazu. Halt eben, dann bombt es einfach unten in die Kommentare rein. Dann, Kritik, alles willkommen. Immer her damit. Genau, aber immer freundlich bleiben, liebe Leute. In dem Sinne... Das war der Jan Christian, ich bin der Digger, ihr seid die Besten. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ciao.